Gras legal anbauen, ernten und verkaufen ist in den USA sehr schwierig. Jeder Staat hat andere Gesetze für Verfolgung oder Verpackung. Es gibt viele sinnlose bürokratische Hürden. Allein die Lizenzen für eine Farm kosten bis zu 80.000 US-Dollar. Die Vorschriften tragen erheblich dazu bei, dass die Kosten steigen. Wenn Marihuana-Unternehmen es richtig anstellen, gibt es viele Chancen auf Erfolg. Diese Branche könnte über 100 Milliarden Dollar wert sein, vergleichbar mit der Bierindustrie. Aber machen Sie Fehler. Dann könnten Sie schnell vom Zahlen einer Geldstrafe zu schweren Freiheitsstrafen für Drogenhandel übergehen. Wir haben drei Marihuana-Unternehmen besucht, um herauszufinden, warum die Vorschriften so schwer einzuhalten sind und wie dadurch ganze Bevölkerungsgruppen von der Branche ausgeschlossen werden. Marihuana mit THC, also dem Wirkstoff, der einen high macht, ist jetzt in 36 Staaten und DC legalisiert. 18 davon und DC haben es auch für den Freizeitkonsum legalisiert. Doch auf Bundesebene ist es immer noch illegal, weshalb jeder Staat es selbst regulieren kann. Das ist wahrscheinlich das größte Problem mit den Vorschriften. Es gibt so viele davon und sie sind in jedem Staat unterschiedlich. Und es beginnt alles mit der Geschäftslizenz, der ersten Hürde auf dem Weg in die Marihuana-Branche. Will und Adriana wollten in Kalifornien eine Farm gründen, doch eine Anbaulizenz kann dort fast 80.000 Dollar kosten, zuzüglich einer Anmeldegebühr von 8.000 Dollar. Das ist viel mehr als eine Spirituosenlizenz, die in Kalifornien höchstens um die 15.000 Dollar kostet. Im Grunde kann sich jeder eine Lizenz kaufen, wenn er es sich leisten kann. Dadurch entsteht ein harter Wettbewerb. Die Konkurrenz um Lizenzen ist erbarmungslos und sehr kostspielig. Manche Staaten verlangen zusätzlich zu den Gebühren zum Beispiel 250.000 Dollar an liquiden Mitteln. Und wer hat schon so viel liquides Kapital? Sehr wenige Leute. Das schließt von vornherein ganze Bevölkerungsgruppen aus. Will und Adriana konnten sich die Anbaulizenz in Kalifornien nicht leisten, also beschlossen sie, sich in Oregon niederzulassen. Dort kostet die Lizenz und Anmeldegebühr insgesamt zwischen 4.000 und 10.000 Dollar und eine Spirituosenlizenz 800 Dollar. In beiden Staaten müssen angehende Cannabis-Unternehmer außerdem einen Mietvertrag unterzeichnet haben, bevor sie eine Lizenz beantragen können. Man zahlt also monatlich Miete für eine Immobilie, die leer steht. Man verdient kein Geld und deine Lizenz könnte trotzdem abgelehnt werden. Wir warteten 2 Jahre auf eine Lizenz. 2020 erhielten sie die Zulassung und gründeten Magic Hour Cannabis in Portland. Die sind so klein. Mir steht's. Ist das lächerlich? Nein. Schön eng. Wir mussten 2 Jahre warten und dann nochmal 4 Monate, bis unsere Pflanzen reif waren. Und jetzt haben wir so gut wie kein Geld mehr. Das war beängstigend. Wir wussten nicht, ob wir pleite gehen, bevor es überhaupt losgeht. Sie beantragten also einen Zuschuss bei New Leaf, einem Non-Profit, das Cannabis-Firmen unterstützt, die von Schwarzen geleitet werden. Wir wollen generationenübergreifenden Wohlstand schaffen für jene, die vom Kampf gegen Drogen geschädigt wurden. Ein kapitalintensives Unternehmen und gleichzeitig das Fehlen von persönlichem Vermögen, das macht es für einen schwarzen Unternehmer schwierig, in die Cannabis-Branche einzusteigen. Wir haben einen 10.000 Dollar Zuschuss von New Leaf erhalten, was für Cannabis-Anbaubetriebe ehrlich gesagt nicht viel ist. Aber es verschaffte uns etwas mehr Zeit, um zu verkaufen. Und durch die Verkäufe gewannen wir an Fahrt. Aber die teuren Vorschriften enden nicht bei der Lizenz. In Oregon muss Cannabis vom Samen bis zum Endnutzer nachverfolgt werden. Das ist quasi ein Versuch, den Fluss von Cannabis in den illegalen Markt zu reduzieren oder zumindest zu verstehen. Der Staat verfolgt Pflanzen über Barcodes. Ihr seht, all diese Schilder sind aus Plastik und man kann sie nicht wiederverwenden. Das alles dauert mehrere Stunden und man muss zu jeder einzelnen Pflanze gehen und die Etiketten daran befestigen. Sie kosten etwa 50 Cent pro Stück, was wirklich teuer ist bei über 1000 Pflanzen in unserem Betrieb. Sie werden an junge Pflanzen angebracht. Unser Kinderzimmer. Und bleiben an den Pflanzen bis zur Ernte. Die werden schon lila. Das ist ein Zeichen, dass die Pflanze sozusagen fertig ist. Wir nehmen also die Pflanze und schneiden sie ganz unten ab und hängen sie dann hier oben auf. Wir müssen jede Pflanze einzeln abwiegen und dann der Etikettnummer zuordnen. Ich lese Ihnen die Nummer auf dem Etikett vor, 05579. Und wiege dann die Pflanze, 183 Gramm, und dann weiter zur nächsten. Es ist ein sehr mühsamer Prozess, aber es ist Vorschrift, wir müssen es tun. Wir wiegen sie nass und dann getrocknet. Und dann wiegen wir den Abfall jeder einzelnen Pflanze und geben das ein. Wir müssen sicherstellen, dass jeder Teil der Pflanze erfasst ist. Ein halbes Kilo von dem guten Zeug. Und dann gibt es noch viel mehr Vorschriften für die Weiterverarbeitung von Marihuana.
Wonne Brands aus Denver ist einer der führenden THC-Fruchtgummihersteller des Landes. Es wurde 2 Jahre bevor Colorado den Freizeitkonsum legalisierte gegründet. Ich sage als gern, dass es 2010 in Colorado wie im Wilden Westen zuging, denn es gab wirklich kaum Vorschriften. Gründerin Nancy Whiteman hat Wanner mittlerweile auf 11 verschiedene Staaten erweitert. Aber Cannabis ist auf Bundesebene illegal und darf also nicht über Staatsgrenzen transportiert werden. Das macht es uns also nahezu unmöglich, groß zu expandieren. Wanner muss sich also in jedem Staat mit lizenzierten Anbauern und Herstellern zusammentun. Diese Partner stellen das Produkt vor Ort her mit Wanners Rezeptur und Markennamen und dann teilen sich die Firmen die Einnahmen. Dadurch haben sie aber weniger Kontrolle über die Lieferkette, als sie vielleicht gerne hätten. Schadet es der Marke, wenn der Anbauer in Kalifornien nicht so hochwertig ist wie der in Colorado? Es ist schwierig, das zu kontrollieren. In jedem Staat, in dem Wanner aktiv ist, muss es auch anderen Herstellungs- und Verpackungsgesetzen folgen. Zum einen gibt es viele verschiedene THC-Symbole für die Fruchtgummis. In Colorado und einigen anderen Staaten werden Fruchtsymbole aufgedruckt. Manche Staaten haben jedoch entschieden, dass das zu verlockend für Kinder ist. Also darf man zwar Farbe verwenden, aber kein Obst. Es gelten unterschiedliche Dosierungen. Die Standarddosis in Oregon sind 5 Milligramm. In manchen Staaten sind es 10. Wenn man diese Variationen in jedem einzelnen Markt berücksichtigen muss, wird die ganze Sache äußerst kostspielig. Diese Vorschriften existieren bis hin zum letzten Schritt, der Lieferung. Hallo, hallo. Vielen Dank. Bis bald. Als Adrian Wayne in 2016 nach Portland zog, musste er hart für die Existenz seiner Firma kämpfen. Es gab keine Lizenzen für reine Lieferdienste. Also bin ich sofort zu all den öffentlichen Anhörungen gegangen, um meinen Fall vorzutragen. Ich wollte ihnen erklären, dass ich es zwar toll finde, dass man liefern darf, aber dass man mit diesen geplanten Vorschriften kein effizientes Unternehmen betreiben kann. Das muss anders und dies und das. Und glücklicherweise haben sie zu meinen Gunsten entschieden. Dank Adrian wurde 2016 ein Gesetz verabschiedet, das Cannabis-Lieferungen in Portland erlaubt. Daraufhin eröffnete Adrian den Abo- und Lieferservice Greenbox. Ich verkaufe schon seit der Highschool Gras. Ich wurde dafür verhaftet, war auf Bewährung, die ganze Palette. Als meine Fingerabdrücke genommen wurden für meine Lizenz, war das wirklich seltsam. Ich dachte nur, Junge, das letzte Mal, als meine Fingerabdrücke genommen wurden, war ich auf dem Weg ins Gefängnis, weil ich Gras verkauft habe. Und jetzt werden meine Fingerabdrücke genommen für eine Lizenz, es legal zu verkaufen. Als Adrian anfing auszuliefern, durfte die Menge an Cannabis im Auto einen Marktwert von $100 nicht überschreiten. Die durchschnittliche Bestellmenge liegt über $100, das machte also keinen Sinn. Dank seinem Einsatz wurde es auf $3000 erhöht. Ich höre nicht gerne Nein. Ich hasse Einschränkungen. Also ich habe hier eine Bestellung auf dem Handy. Und sie wollen einfach nur eine Packung mit vorgedrehten Joints. Das geht nun in den Nordosten von Portland. Das ist mein Lieferschein für die staatliche Paketverfolgung. Seht ihr diese ganze Schublade hier? Die ist voll mit Lieferscheinen für meine Lieferungen. Ich muss die 3 Jahre aufbewahren. Jeder dieser Lieferscheine enthält die genauen Wegbeschreibungen, denen Adrian bei einer Lieferung folgen muss. Damit wollen die Behörden sicherstellen, dass keine Marihuana-Produkte illegal ausgegeben werden. Das ist einfach nicht praktikabel. Ich trage die Route ein, die Google Maps mir zeigt. Aber was, wenn irgendwo ein Unfall passiert, den ich umfahren muss? Und wenn ich dieser Wegbeschreibung nicht folge, muss ich zurückgehen und meine Route wieder aktualisieren. Ich verstehe natürlich, dass die Lieferungen geregelt und verfolgt werden müssen, aber manche Dinge halte ich für etwas übertrieben oder einfach nicht praktikabel. Doch die Vorschriften können nicht ignoriert werden. Sie kommen etwa 2-mal im Jahr zur Kontrolle. Sie stehen einfach plötzlich vor der Tür. Da kriegt man echt Angst. Es ist einfach sehr stressig. Wenn Kontrollbeamte feststellen, dass Regeln nicht eingehalten werden, kann das schwere Folgen haben. Im besten Fall bekommt man eine Verwarnung oder vielleicht eine Geldstrafe. Man darf nicht vergessen, dass Cannabis illegal ist. Wird man also beim Anbau von nicht lizenzierten Cannabis erwischt, ist das eine Straftat und kann Gefängnis bedeuten. Es ist also ein Drahtseilakt, sicherzustellen, dass man sich an die Vorschriften hält, egal wie schnell sie sich ändern. Denn man riskiert persönlich und finanziell so einiges. Diese unvermeidbaren Vorschriften machen die Gründung eines Cannabisbetriebs wirklich teuer.
Laut Forbes kostet es bis zu $1 Million, eine Cannabis-Apotheke zu gründen. Und es ist schwierig, so viel Kapital zu finden. Wir können nicht einfach einen Geschäftskredit aufnehmen. Banken vergeben keine Kredite, da es sich auf Bundesebene um eine illegale Substanz handelt. Aus dem gleichen Grund können sie keine Kreditkarten annehmen. Sie arbeiten meist mit Bargeld. Man muss Unternehmen also mit persönlichem Vermögen oder Vermögen aus seinem Umfeld finanzieren. Das führt dazu, dass Menschen mit leichtem Zugang zu Kapital bessere Chancen haben. Und das bedeutet oftmals weiße Menschen. Die Branche ist sehr weiß und von Männern dominiert. Und dafür gibt es keinen guten Grund. Nur 2% der Cannabis-Unternehmer sind schwarz. Dabei waren schwarze Amerikaner von dessen illegalen Status zuvor am meisten betroffen. Das lässt sich direkt ableiten vom Krieg gegen Drogen. Laut der American Civil Liberties Union werden Schwarze 4-mal häufiger wegen Cannabiskonsum verhaftet als Weiße, obwohl beide in allen Altersgruppen und Staaten vergleichbar konsumieren. Befürworter einer bundesweiten Legalisierung glauben, dass dies die Kapitallücke schließen und Vorschriften lockern könnte. Eine bundesweite Legalisierung würde Kredite für Minderheitenunternehmer verfügbar machen. Als Minderheitenunternehmer ohne Verbindung zu reichen Privatinvestoren kann man von einer Bank einen ziemlich zinsgünstigen Kredit erhalten. Im Juli 2020 schlug Senator Schumer ein Gesetz vor, das Marihuana auf Bundesebene legalisieren würde. Jeremy sagt, es geht dabei im Grunde um Gleichberechtigung. Es soll die wirtschaftlichen Vorteile der Legalisierung für diejenigen bringen, die in der Vergangenheit nicht davon profitiert haben, wie Minderheitenunternehmer und schwarze Menschen. Dazu zählt ein bestimmter Anteil der Lizenzen speziell für diese Menschen. Tilgung von Cannabisverbrechen und die Cannabissteuer muss in Wiedergutmachung für schwarze, indigene und lateinamerikanische Gemeinschaften fließen. Es würde auch bedeuten, dass die FDA die Vorschriften in allen Staaten standardisiert. Von einfachen Etiketten bis hin zu der komplizierten Frage, wie viel THC pro Einheit erlaubt ist. Bitte, lieber Gott, gebt uns ein einheitliches THC-Symbol, damit wir das nicht in jedem Staat anders machen müssen. Cannabis könnte dann auch über Grenzen transportiert werden. Wenn wir exportieren könnten, würde das unsere Verkaufszahlen stärken. Was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, dass wir in unserem Fahrzeug Waren mitführen dürfen. Dann könnten wir unsere beliebtesten Artikel in einem Safe im Kofferraum immer zur Hand haben. Doch Jeremy denkt nicht, dass die bundesweite Legalisierung noch dieses Jahr kommt. Es gab Widerstand. Viele können sich nicht von dem Stigma lösen, dass Drogen schlecht sind. Und Cannabis ist eine Droge. Also warum sagen wir, dass es in Ordnung ist? Eine Sorge ist die Verkehrssicherheit. Noch gibt es keinen Cannabis-Schnelltest. Viele Polizeigewerkschaften sind besorgt, dass Menschen bekifft Auto fahren. Es gibt keine Richtlinie dafür, wann man high ist. Jeder hat eine andere Toleranz. THC lagert sich in Fettzellen ab, weshalb ein Bluttest noch eine Woche später anschlagen kann. Eine weitere Hürde ist der Konsum durch Jugendliche. Es gibt viele beunruhigende Studien, die zeigen, dass Cannabis die Entwicklung des jugendlichen Gehirns beeinflusst, in Bezug auf psychische Krankheiten wie Angststörungen, Depressionen und sogar Suizidgedanken. Studien zeigen jedoch einen Rückgang im Konsum durch Jugendliche in legalisierten Staaten. Es ist einfach nicht mehr cool, wenn selbst deine Mutter es kauft. In einer Umfrage sagten 93% der Amerikaner, dass zumindest medizinisches Marihuana legal sein sollte. Bei so viel öffentlicher Unterstützung ist es nur eine Frage der Zeit. Ich denke, dass es noch viel hin und her geben wird. Und das wahrscheinlich bis zum Ende von Bidens Amtszeit, wenn ich mich auf einen Zeitpunkt festlegen müsste. Bis dahin werden diese Unternehmer weiterhin in diesem komplizierten Regulierungssystem arbeiten und versuchen, im wachsenden Geschäft mit legalem Gras über Wasser zu bleiben.